Heute sind wir spät dran mit der Rückfahrt. Hä? Steht er schon einsam und alleine? Gut. Rückfahrt mit Super Eco, glaube ich, wollten wir machen. Ne? Sparsam wie möglich. Mal schauen, was geht. Geht unter 10 Kilowattstunden auf 100 Kilometer? Ich glaube nicht, aber wir versuchen es. Ja, ganz kurz mal drauf geguckt, 54% noch immer im Akku, 188 Kilometer, ja, also Standverluste kann ich nicht feststellen. Das ist schon mal sehr gut. Wir machen ja wieder unsere Fahrt im Ökomodus. Das heißt eigentlich Autobahnen vermeiden. Ja. Nebenstrecke fahren und dann auch noch super sparsam. Wie kriegen wir denn das hin? Guck mal hier die Klimaanlage als erstes an. Ne, die gucke ich nicht an, weil ich will ja hier gleich den Eco-Fahr-Modus benutzen. Ja, und dann sollte ja alles schon so eingestellt sein, dass maximale Ökonomie herrscht. So sehe ich das mal. Wir gucken uns kurz hier die Daten an und können tatsächlich, weil wir jetzt hier wieder 5 Minuten stehen, das ist immer so eine doofe Sache, Cockpit, Abstart zurücksetzen, okay, und los geht's. Navigation, wo will ich hin? Ich will nach Hause. Die Route wird berechnet. Ich will aber nicht starten, ich will nämlich da hinten rumfahren. Da sagt er mir auch, das sind 17 Minuten mehr. Gut, ich muss also gar nicht umschalten auf nur Nebenstrecke. Passt also irgendwie. Obwohl, das ist nicht ganz die Strecke, die ich eigentlich fahren wollte. Also doch mal die Zielführung hier anpassen. So, das hier meiden. Gucken, was er mir jetzt vorschlägt. Ob noch irgendwas anderes da kommt. Hallo. Karte. Nö, macht er jetzt im Moment nicht. Moment, ich kann ihn das aber noch mal erzwingen, indem ich hier drücke. Dann sollte er mir noch mal eine Übersicht bringen. Ja, da vorne sind halt Absperrungen dazwischen. Deshalb will er da, glaube ich, nicht so gerne fahren. Und darunter ist auch schlecht. Ich könnte aber probieren, hier lang zu fahren. Sperrung ist da allerdings. Da muss man dann so eine Umleitung fahren. Das ist nicht super. Okay. Soll man das trotzdem machen? Das ist die gute Frage hier. Also er warnt mich doch jetzt ziemlich davor, dass es da gar nicht geht. Es gibt noch so Strecken dazwischen, die er mir jetzt nicht zeigt. Die fahre ich einfach. Okay. Ja, mal sehen, ob ich damit besser hinkomme. Ich wollte ja eigentlich nur 25 Kilometer fahren und das kriege ich wahrscheinlich auf der Strecke nicht so gut hin, aber wir lassen uns überraschen. Okay, ihr wollt die Übersicht haben, das ist richtig, diese hier, ne? Abstart. Wieso fängt er immer gleich mit 22,9 an, Abstart? Das ist mir auch nicht ganz klar. Also irgendwie ist das noch nicht so optimal. Das ist mir hier auch zu hell. Aber jetzt weiß ich ja immerhin, wo der Knopf ist. So. Ja, ich werde euch dann unterwegs noch mal so ein bisschen meine Fahreindrücke hier auch vermitteln. Und ja, Moment. Fährt's Auto ziemlich cool. Und es ist wieder sonnig geworden. Deshalb auch Außentemperatur 15 Grad. Eigentlich ideale Bedingungen, dann braucht es nämlich weder Klimatisierung noch Heizung, also ideale Bedingungen für die Klimaanlage. Die habe ich auf 20 Grad eingestellt und natürlich ist die jetzt ökonomisch unterwegs. Warum sie rechts auch eingeschaltet ist, ist mir nicht so ganz klar. Da steht eine Tasche, okay, vielleicht kommt das daher. Ansonsten lasse ich jetzt hier das Auto machen. Ich glaube auch, dass es irgendwie runtergeregelt ist. Müsste eigentlich runtergeregelt sein, genau. Kann das aber auch hier nochmal auf Automatik machen. Allerdings die Klimaanlage definitiv aus. Kriege ich das irgendwie eigentlich hin, dass er hier gar nichts macht? Ne, das ist... Lassen wir mal so, ne? Also noch nicht ganz ideal hier. Viel mehr geht jetzt aber nicht so. Lassen wir ihn mal fahren. Gut, wie zufrieden bin ich jetzt? 2 Tage gefahren. Boah, es geht. Es ist in Ordnung, das Auto. Da kann man gar nichts sagen. Es ist durchaus benutzbar, sagen wir mal so.
Es fehlen halt da ein paar Punkte, wo ich doch gern hätte und würde sagen, ja, da sollte VW mal auch vorher noch was nachliefern, vor dem großen Big Bang, dem großen Update, das da wohl irgendwie im Januar oder auch später kommen soll, wo alles dann plötzlich wieder kommt. Es wäre schön, wenn sie so in diesen Modus kommen würden, dass sie doch regelmäßig Updates machen und dann so sukzessive die Funktion nachbessern und vor allem auch die Fehler beheben. Also nachdem ich jetzt doch mal hier etwas intensiver rumgeklickt habe, merkt man halt doch an allen Ecken und Enden irgendwelche mehr oder weniger kleinen Fehler und großen Lücken. Ja. Und da ist mir auf der einen Seite nicht klar, was ist jetzt wirklich noch ein Feature, was später kommt. Klar, die ganz großen Sachen ist schon klar. Oder was sind jetzt tatsächlich irgendwelche Fehler und die hat auch gar keiner auf dem Schirm. Ich habe wieder das Gefühl, sie wollen irgendwie alles fertigstellen und dann passiert es auf einmal. Das ist aber eigentlich die Erfahrung, dass sowas ja gar nicht funktioniert mehr. So, wir sehen schon hier, super Verbrauch, 11,7, das ist schon mal gut. Ich fahre auch sehr moderat. Hier sind auch Sperrungen jetzt, also irgendwie sind sie gerade wieder auf Baustellen waren. Hier geradeaus kann ich auch nicht mehr fahren, aber man kann hier auch rechts rumfahren. So, jetzt kommen wir mal weiter, Gegenverkehr. Ganz tolle Sache, gut, es geht wieder. Ah, die sind aber auch hier, die Einbahnstraße ist da gekennzeichnet. Oh, super. Also das finde ich jetzt mal gut, dass er das auch hier anzeigt. Hätte ich jetzt gar nicht von ihm erwartet, dass er so aktuell ist. Na gut, du hast doch Vorfahrt. Oder? Nein, die hatte gar nicht Vorfahrt. Ich bin hier auch mit Sugar. Gut, das war eine Vorfahrt 8, nämlich bei auf der Seite. War keine rechts vor links. Gut, hier ist eine rechts vor links. Also hier durch das Dorf fahren ist nicht so gut. Warum mache ich das? Weil ich dahinter runterfahren will. Schnell mal hier rüber. So. Da stehen wir auch manchmal alle dann so. Jeder wartet auf den anderen. Hier parken sie auch immer ungünstig und da könnten jetzt, wenn da dicke Autos kommen, so wie der, muss man auch mal sehr langsam fahren oder sogar anhalten. Ist das Auto eigentlich kompakt? Ist es zu breit? Wie ist das Handling? Es ist einem Model 3 sehr, sehr ähnlich. Es ist ein bisschen kompakter, habe ich so den Eindruck, auch wenn es bei mir vor der Tür steht. Es ist natürlich kürzer. Ja, es ist aber nicht so, dass es jetzt unbedingt schmäler ist. Also das glaube ich eigentlich nicht so. Müssen wir mal die Maße genau angucken, wie viele Zentimeter das sind hier. Also bergrunter bremst er jetzt nicht, obwohl ich hier nur 50 habe und ich bin in dem D-Modus und ich bin auch auf Eco. Er müsste doch jetzt eigentlich diesen Eco-Vordinger da machen. Ökonomisch fahren. Also ich muss jetzt ständig bremsen. Das nervt mich so ein bisschen. Ich hätte dann eher gern die B-Stufe. Na, ich mache das jetzt auch einfach mal so. Ich mache jetzt, fahre jetzt hier mit B runter, damit er hier ein bisschen mehr bremst schon, also rekuperiert. Und nachher mache ich mal so ein bisschen Segeln. Da muss ich aber ständig zwischen B und D umschalten. Nicht lustig. Warum ist das so? Also ich hätte jetzt erwartet, dass er das hier runter irgendwie die Geschwindigkeit einhält. Muss ja doch den ACC einschalten. Also eigentlich ist das die Erwartung, dass er das kann. Das war irgendwie in der Beschreibung. Ich habe mal ein bisschen in der Anleitung gelesen. Stand das so drin, dass er das eigentlich könnte. Ja, scheint er aber bergrunter nicht so gut zu machen. Also er macht es definitiv, wenn da Autos stehen. Jetzt nochmal bin ich auf D. So. Wir fahren jetzt ein bisschen auf der Bundesstraße mit 80. Das ist ja jetzt keine hohe Geschwindigkeit. Das dürfte also kein Problem sein. Wo will er denn eigentlich fahren inzwischen? Muss ich hier nochmal die Übersicht angucken. Nicht so ganz in Ordnung. Ich würde gern diese Strecke nehmen. Kann ich da eigentlich zwischen wechseln? Was sagt er mir jetzt? Nee, ist irgendwie falsch. Hallo? Wo ist meine eigentliche Strecke? Ist das jetzt noch? Doch, er ist noch online, ja. Also das war jetzt irgendwie nicht gut. Konnte ich die andere nicht richtig auswählen. Eigentlich ist das Navi, fand ich jetzt so ganz brauchbar. Ich drücke falsch. Ja, ich bin der Fehler. Ja. Toter Winkel. So.
Also bei dem anderen war der tote Winkel, der hat mich nicht so richtig wahrgenommen, hatte ich das Gefühl. Und dann ist auch gut, mit so einem Auto kann man nämlich dann einfach mal so vorbeiziehen. Also in D, ich fahre jetzt in D, zieht er so ein bisschen allein weg. Also er rollt dann immer so ein bisschen, das ist jetzt eher so unerwartet. Ja, aber es ist ja dieser Segelmodus, ne? Die Energie so ausnutzen, noch mit dem man weiter rollt. Ja, also würde ich jetzt gar nicht so negativ sehen, ist aber ungewohnt, weil ich normal immer diese Rekuperation drin habe. So, ich fahre jetzt hier raus, bleib auch hier mal und mache jetzt hier aber doch den Tempomaten rein auf 80 und bleib jetzt auch mal hier auf der Seite. Wenn dann einer vor mir ist, fahren wir halt ein bisschen langsamer. Wir dümpeln dahin, nicht so gut. Mal den Abstand nochmal hier checken. So, also ich habe den Abstand auf 3 Striche, 5 gibt es. Die vor mir fahren ein bisschen langsamer. Na gut. So, ich mache mal hier noch mal kurz den Check auf der Übersichtskarte. Eigentlich will ich diese Strecke hier, diese da. Ich muss nämlich auf den Label, auf das Label drücken. Genau, und das will ich. Okay, so funktioniert's. Also was hier tatsächlich weiterhin ein bisschen irritierend ist, sind diese ganzen dicken Einbahnstraßen, die er da immer malt. Das sind entweder wirklich gesperrte Strecken, ist scheinbar so, oder irgendwie mit hohem Verkehr. Aber eigentlich müsste das ja richtig gesperrt sein. Haben ja so viele Baustellen, gesperrte Stellen hier gerade. Wir sehen ein bisschen überdimensioniert hier aus. Die könnten etwas kleiner sein. Das Baustellenschild hier ist auch interessant. Da ist, glaube ich, auch irgendwo eine Baustelle. Okay, kann ich auch verstehen. Ansonsten sieht das jetzt hier echt soweit gut aus. Ich will genau diese Strecke, also muss ich jetzt hier hoffentlich nichts machen. Wie komme ich da wieder raus? Indem ich dann nochmal drücke, geht okay. Ja, ihr seht schon, wenn ich dann immer hier hingucke, dann schwankt das Auto so, weil ich nicht mehr so gut lenke. Also ich bin echt gewöhnt, dass die Autos selber lenken. Muss ich auch sagen, das ist dann hier für mich auch tatsächlich eine Umstellung. Wir gucken mal, wie wir verbrauchsmäßig sind. Ja, weil berg runter, da hat er ja ist er ja sogar auf Null oder ins Minus gelaufen. Sind wir also sehr, sehr gut dabei. Und ich habe, glaube ich, auch die Temperatur hier auf 20 Grad. Das lassen wir auch so. 19 Grad Außentemperatur jetzt sogar. Also sprich, er lüftet im Grunde nur. Also viel mehr, viel weniger kann ich jetzt nicht mehr einsparen. Also viel mehr kann ich nicht einsparen für viel weniger Verbrauch. Den Stau sehe ich jetzt da aber irgendwie gerade nicht, oder? Ich gucke parallel mal in meinem Google Maps, da sieht man aber auch keinen Stau. Dieser Stau ist mysteriös. Ja, der Google wollte allerdings jetzt gerade rausfahren, habe ich gesehen. Hätte also auf der Nebenstrecke weiterfahren können. Ja, hätte man auch machen können. Also hier wollte er jetzt, glaube ich, das nicht. Oder habt ihr was gesehen? Nee, ne? Ist auch nur hier auf der rechten Seite eigentlich. Lass mal das jetzt so. Ich habe normalerweise ja den Abstand so eingestellt, dass da ein guten Auto reinfahren kann. Ist also eher so ein defensiver Abstand hier. Schön. Also man kann ja hier unten diese View ändern. Entweder man ist mehr auf Autopilot. Jetzt in dem Auto ist das witzlos, weil es das halt gar nicht hat. Das ist diese Mittenansicht, wo es ausgeglichen ist. Oder ich mache nochmal eins rüber, dann sieht man ein bisschen detaillierter noch hier was von der Navigation. Ich sehe da die Ankunftszeit, 30 Minuten brauche ich noch zum Fahren und 19 Kilometer sind es noch. Und er sagt mir auch, in 2 Kilometer musst du irgendeine Entscheidung fällen. Okay, wahrscheinlich biegt er dann da ab. Und in 5 Minuten könnte ich was zum Essen kriegen. Das ist mal so ein bisschen suspekt, was er da will. Auch das, was er hier so anzeigt, da zeigt er mir jetzt eine Kfz-Werkstatt an. Also da muss ich echt nochmal in den Einstellungen suchen. Ich habe da scheinbar irgendwie alles angewählt. Also vor allem auch Tankstellen zeigt er mir weiterhin an und Ladesäulen immer noch nicht. Also das ist aber meiner Meinung nach ein Fehler. Ich habe definitiv gesagt, er soll mir mal Ladesäulen zeigen und er zeigt mir keine einzige. Obwohl er das irgendwie anders kann, das muss ich nochmal ausprobieren. Es gibt da so einen Modus, dass man nach den Ionities suchen kann und dann zeigt er die auch. Also das habe ich aber hier jetzt nicht probiert. Ist ja jetzt auch ein bisschen witzlos. Da müsste man nochmal diese Simulation machen, fahre nach Hannover. Na, dann kann man das besser sich angucken. Ich sehe jetzt auch hier, ich bin total ausgeglichen in so einem Segelmodus. Hier oben zeigt er auch immer den aktuellen Verbrauch gerade an. Der ist bei 1 Kilowattstunde, also super cool.
Hier hätten wir auch noch mal rausfahren können. Muss aber auch nicht sein. Er meint jetzt hier, ich kann jetzt hier auf dieser Bundesstraße weiterfahren. Ja, wir sind ja jetzt auch nicht so volle Pulle unterwegs, aber ist ja auch Stau eigentlich so. Ein bisschen zähflüssig, nicht so super zähflüssig. Ja, von daher sage ich jetzt gar nichts. Wir fahren dann hier mal ab. Zeigt da hier auch sauber an. Also ich bin jetzt nochmal erstaunt, wenn ich nochmal ein Auto bekomme, was das Head-Up-Display hat, ob ich mich so an das Head-Up-Display gewöhnen kann. Habe auch schon überlegt, dass man könnte das hier vorne tatsächlich mal zukleben und gucken, ob man nur mit dem Head-Up-Display dann klarkommt. Es sind ein paar Informationen, die sind, glaube ich, hier und die sind noch nicht im Head-Up-Display. Aber ansonsten soll es eigentlich ziemlich identisch sein. Ja, und da merkt man dann tatsächlich auch, Next Step wäre womöglich, dass man nur noch so ein Head-Up-Display hat und nicht mehr hier diese Fahreranzeige. Und dann sind wir ja wieder doch bei dem, was ja Tesla auch propagiert, gerade nur da ein großes Display und hier im Grunde nicht. So, jetzt ist er mir irgendwie rausgefluppt. Ne, er ist wieder da. Also gerade wollte er irgendwie woanders fahren. Jetzt hat er die Strecke wieder, die ich wollte. Gut, da fahren wir jetzt nämlich da in Wernau rum. Also er zeigt mir allen möglichen Quatsch hier, aber gut, das muss man doch irgendwie abwählen können. Das, ja. Also 8,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, deutlich unter 10 im Moment. Aber wir haben ja noch ein Stück vor uns. Ja, es kommt immer, weil ich da den Berg runter gefahren bin, dann kommt diese große Einsparung. So, wir fahren hier bei Wernau raus. Gleiten auch so dahin. Bin im D-Modus. Na und coole Sache. Kann man sich dran gewöhnen. Also früher mit den Ioniq und so, da hatten wir das ja auch immer. Jetzt bremse ich mal mit dem Pedal. Da rekuperiert er ja auch erst. Es ist ja nicht so, dass er dann wirklich gleich mechanisch bremst. Ja. Also es ist sehr vergleichbar so früher mit den Autos, wo man auch immer so versucht hat, möglichst wenig zu verbrauchen. Der Peter ist ja der Experte da mit dem Ioniq. Da gab es auch so Pedals dann dran. Auch der Ampera E hatte ja so Bremspedals und sowas. Das war so die Vorstufe vor dem One-Pedal-Driving. Da hast du halt mit dem Handpedal dann noch gebremst, wo ich immer gesagt habe, hey, das kapiert doch niemand, der nachher irgendwie so von einem Verbrenner herkommt. Das ist doch für die dann völlig seltsam, dass man da irgendwie sowas hat. Also jetzt merke ich es auch deutlich, dass er eigentlich rekuperiert. Er bremst nicht super ab, also ich muss dann selber noch bremsen, aber er ist schon situationsbedingt, obwohl der ACC nicht an war, hat er jetzt hier tatsächlich gebremst. Also er ist schon ein bisschen vorausschauend. Also laut der Anleitung sollte er das hier irgendwie eigentlich auch anzeigen. Gut, jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob meine Plus-Version das wirklich macht hier von dem Auto oder ob das wieder nur in der Max-Version funktioniert. In der Bedienungsanleitung ist das nicht so super getrennt. Also da steht eigentlich für alle was drin. Also erst gibst du halt eine FIN ein von dem Auto und dann kriegst du eine Bedienungsanleitung, die doch für alle Autos gilt. Also das ist natürlich auch ein bisschen blödsinnig. Die gedruckte ist natürlich eh für alle Autos. Das ist klar, da macht man dann keinen Unterschied. Ja. So, vor mir ist auch noch mal ein bisschen zähflüssiger Verkehr wohl. Sieht man jetzt hier so nicht. Aber normalerweise zeigt er doch eigentlich Realtime-Traffic. Eigentlich schon. Kann mir irgendeiner sagen, wie ich schneller auf die Übersicht komme? Weil eher will er eigentlich immer irgendwas ausgewählt. Das will ich auch gar nicht. Ja, komm ich da wieder zurück. So. Irgendwo muss es doch einen Knopf geben, wo ich draufdrücken kann und dann kommt sofort die Übersicht. Nee, also sehe jetzt hier nichts, weil der Google, den habe ich parallel laufen, da unten auf dem Handy. Der zeigt mir so ein bisschen zähfließenden Verkehr in Form von Orange. Ja. Also ich finde die Ansicht jetzt cool, die nehme ich auch wieder, weil ich da den Verbrauchswerte dann mitlesen kann. Ja. Also das Zusammenstellen so von so ein paar Ansichten finde ich jetzt prinzipiell gut. Ist nur schade, dass man nicht dass man die Sachen nicht doppelt verwenden kann. Hallo? Ja, das ist so, wenn man zu große Abstände lässt, dann fahren einem die Leute rein und dann manchmal gibt es dann so seltsame Situationen. Ich fahre ja eigentlich bloß mit Sicherheitsabstand. Ja, ich hätte jetzt auch reinlassen können, gebe ich zu. Ja, weil hinter mir fahren auch Autos, die kommt da jetzt nicht so schnell weg.
Okay. Jetzt weißt du auch nicht, deshalb jetzt steht einer auf der Bremse, er blinkt nicht und macht gar nichts. Weiß man nicht, ob der rausfahren will. Der sollte wenigstens blinken. Genauso hier. Will der jetzt rausfahren? Ja, der will. Also lass mal ihn mal jetzt, ne? Dann kann ich das auch machen. Aber wenn die nicht blinken, dann weiß ich nicht, was die da machen. Die können ja auch parkend auf der Bremse stehen. Soll ich hier eigentlich mal mit Tempomat fahren? Können wir machen. Das ist nämlich eine 30er und das machen wir auch. Ja, das ist jemand, der kennt sich hier aus. Der will das Ganze jetzt, glaube ich, abkürzen. Nein, der will umdrehen. Was ist das denn? Das war jetzt unvorhergesehen. Da konnte jetzt nichts. Muss jetzt das Auto auch ein bisschen vorschieben, dass es nicht früher anhält. Mal gucken, ob er noch ready ist. Er sagt, er wäre ready. Fährt sogar selber wieder los. Okay, der hat natürlich ein Timeout. Also, wie viel standen wir jetzt? 5, 6 Sekunden, das hat er noch überlebt. Denk mal, bei 10 Sekunden irgendwann ist Ende. Da musste mit dem Gaspedal, Strompedal mal kurz wieder Impuls geben. Oder hier irgendwie nochmal drücken irgendwo. Das geht, glaube ich, dann auch. Ja, ansonsten hier Stop and Go funktioniert auch nicht schlecht. Das Auto ist unauffällig. Also, ich habe noch wenig Leute gesehen, die sich nach dem Auto umdrehen. Wenn es jemand anguckt, dann sind es Leute, die auch mit dem VW unterwegs sind. Ich glaube, die VW-Kunden selber haben so diese ID-Geschichte mehr mitgekriegt als die Welt. Außer Leute aus unserer Blase natürlich, ne, wie wir das immer so schön nennen. Aber ansonsten, so, also das Auto ist jetzt auch, weil es ja dunkel ist, total unauffällig. Also da guckt niemand am Straßenrand, boah, was ist denn das? Jetzt habe ich auch keinerlei Beschriftung drauf, irgendwie 100% Elektro oder irgend sowas. Ja. Okay, wir schauen mal hier. Also das Google meint orange. Hier sehe ich jetzt nicht, dass ein Stau da ist. Ja. Ist aber auch innerorts, jetzt hat er praktisch nicht wieder angefahren hier, also ist auch innerorts, da muss ich das vielleicht nicht anzeigen. Also das war jetzt zu lang, was wir standen. Das war aber gefühlt auch nur 10 Sekunden vielleicht. Da könnte aber schon der Trigger sein, dass bei, ab 10 Sekunden muss man selber wieder anfahren. Da ist natürlich ein Tesla deutlich, also länger dran. Das Gute ist, weiß man nicht. Sage ich nur so als, jetzt um es einzuordnen. Wieder einer, der nicht blinkt, weil er wahrscheinlich rausfahren will, macht er aber nicht. Wenn du nicht blinkst, kann ich dich nicht rauslassen. Er blinkt immer noch nicht. Ich glaube, der will gar nicht rausfahren. Da seht ihr, also es gibt Leute, die parken auf der Bremse stehend und du denkst, du musst sie reinlassen, aber eigentlich wollen sie das gar nicht. Oh, der Verbrauch steigt, 9,1. Ah, schade, schade. Na, fährt nicht mehr los. Nochmal Impuls geben. Sehe ich eigentlich, was die Klimaanlage da macht, ob die jetzt, die ist auf jeden Fall nur auf Lüftung. Ansonsten habe ich da nichts. Ja, wo will der denn hin? Ah, das geht ja gar nicht. Quer über die Straße, das ist natürlich jetzt hier gar nicht möglich. Aber das macht er jetzt einfach hinter mir kam nämlich keiner. So, da kommen Leute, da kann ich die auch nicht rauslassen, das hat keinen Sinn. Hinter mir ist aber niemand, also hinter mir können sie jetzt dann machen, was sie wollen. Was soll ich hier mal tun? Ich könnte jetzt hier tatsächlich die Lüftung noch runternehmen und nur auf Stufe 1 laufen lassen. Alles andere läuft auf Automatik, ist aber jetzt ohne Klimaanlage, also viel weniger kann ich hier auch nicht einstellen. Ansonsten habe ich keine Verbraucher an. Wir sind immer noch in der 30er-Zone und nuckeln auch mit 30 dahin. Da kommt die nächste Tankstelle. Ah, das ist schon lächerlich mit den Tankstellen. Kann ich ihn schneller fahren lassen? Ja, kann ich. Aber das nächste, was ich hier drücken kann, ist gleich 40. Herbert Dies hat das ja auch schon festgestellt. Jetzt habe ich 39 reingekriegt. Wie habe ich denn das gemacht? So. Irgendwie kriegt man es auch hin, dass er Einzelschritte macht. Ich kriege es aber auch nicht hin. Herbert Dies hat es auch nicht hingekriegt. Ich kriege es auch nicht hin. Also man kann da, das ist keine Sensortaste. Wenn ich jetzt schon drücke, dann... Ah, jetzt habe ich mal ganz kurz gedrückt, dann kriege ich 31. Ah, jetzt habe ich gleich wieder 40. Ah, es geht nicht. So, jetzt guck mal hier, Kreisel selber fahren. Geht. Ja. Also die Geschwindigkeit, die er im Kreisel jetzt selber fährt, ist in Ordnung. Da kommt eine Fußgängerin. Bremsen.
So. Ja, und dann musste natürlich hinter dem Ding wieder resumen. Das hat er auch schon 50 erkannt und beschleunigt auf 50. Kommt nochmal ein Kreisel. Gucken wir mal, ob er da auch sauber runterbremst. Kreisverkehr voraus. Ja, bremst runter. Irgendwie was um 35. Okay, sogar drunter. Also da kann man gut durchfahren, das geht. Also die, ich glaube die Mercedes, die haben eine höhere Geschwindigkeit in dem Kreisel drin. Da muss man sehr forsch durchfahren, wenn du da gar nicht drauf reagierst. Also wenn du den mit ACC benutzt. So, jetzt hat er 100 erkannt. Beschleunigt mir auf 100. Ah, das wundert mich. Jetzt sagt er mir schon, die Kurve kann man aber nur mit 70 fahren. Also ist jetzt wieder dieser Modus, wo ich lenke und das Auto die Geschwindigkeit vorgibt. Beschleunigt da raus. Das ist wirklich hier eine 100er Strecke. Ich dachte immer, die hätten hier die Geschwindigkeit runtergesetzt. Überholverbot. Wir fahren ziemlich schnell durch die Kurve. Da vorne weiß ich, dass da Blitzer kommen. Also da passen wir jetzt mal drauf auf. So, er rast mir hier durch und jetzt kommt das Ortsschild. Nee. Also hier ist ein Ortsschild, Junge. Und eine 30er. Oh, oh. Also da hat er falsche Daten. Jetzt hat er auch die 30. Ich resume mal. Also das hat er jetzt irgendwie gar nicht gehabt. Ich bin auch der Meinung, dass die Strecke da hinten nicht für 100 freigegeben ist. Zumindest nicht in die andere Richtung. Na gut, habt ihr vielleicht, könnt ihr zurückspulen. Ich kann nicht zurückspulen, das kann ich schon, aber erst später. Na, aber auf das Ortsschild hat er auf jeden Fall jetzt hier gar nicht reagiert. So, jetzt müsste er eine Freigabe mir machen. Macht er aber auch nicht. Also den Ort kennt er gar nicht. Jetzt müsste er das 70er-Schild müsste er ja lesen. Hinter mir kommt niemand. Nein, ich behindere niemanden. 70 erkannt, jetzt beschleunigt er auf 70. Also den Freitagshof, der ist ihm scheinbar unbekannt. Also so als Ort mit 50. Ja. Okay, jetzt durch die 100er-Fahrerei sind wir jetzt bei 12,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wir fahren aber jetzt gleich den Berg runter. Kreisverkehr, so. Und hier fahre ich jetzt nach Kirchheim runter. Ich resume ihn nochmal, hat eine 100. Beschleunigt er auch den Berg hoch. Das ist schlecht, weil dann kriege ich hier gleich einen höheren Verbrauch rein. Nee, das gefällt mir nicht. Ich mache ihn mal auf 80. So. Ja, also wenn er selber fährt, kriege ich ihn zu hohen Verbrauch. 70 voraus. Das kennt er wieder, genau. Jetzt 50 voraus. Also hier funktioniert es gut. Die Schilder sind alle schon länger da. Die hat er gut hinterlegt. So, und jetzt sagt er 50. Okay, hat er auch. Die Anzeige ist irgendwie nicht ganz aktuell. 50 wird wiederholt. Kurve kann ich nur mit 40 fahren. Okay, fährt also halt mit 40. Ja. Also ich glaube, System aus, ich fahre mal selber. Ja, jetzt überschreite ich natürlich die Geschwindigkeitsbeschränkung. Da sollte ich vielleicht mal den Piepton einschalten, dann nervt es einen mehr. Jetzt merke ich auch, dass er eigentlich rekuperiert, ja, obwohl ich in D bin. Und da ist der Stau. Oh, jetzt haben wir Stop and Go. Da müssen wir jetzt scharf bremsen. Hinter mir ist ein Motorradfahrer. Bleib auf Abstand, Junge. So, ich mache... Ich wollte gerade den ACC einschalten. Sagt er mir, das geht nicht. Kann ich ihn im Stand einschalten? Ja, kann ich. Okay, das geht. Auch interessant, geht nicht bei vielen Fahrzeugen. Also viele können auch nicht, Minimalgeschwindigkeit ist bei denen meistens 30 und alles unter 30 geht nicht. Also das geht hier gut. Ah, hier sieht man den Stau, sehr schön. Da sieht man den, ich habe ihn da im Google parallel. Also hier zeigt er jetzt doch das schön an. Er hat natürlich jetzt hier einen Impuls zum Weiterfahren. Also Real-Time Traffic Information ist auf jeden Fall da, das funktioniert. So, jetzt fahren wir hier den Berg runter und ich erwarte dann auch, dass ich dann nochmal mit meinem Durchschnitt hier von 12,8 nochmal runterkomme. Jetzt guckt euch mal die schöne Aussicht an. Ja, das ist übrigens da drüben die Limburg. Ja, der Limburg, nein, das ist die Burg Teck sogar. Das ist die Burg Teck. Und dahinter seht ihr
Das, wo wir immer zu der Todesstrecke rumfahren, da hinten. Ja, das ist ja Kirchheim Tech hier erst und deshalb ist das auch die Burg Tech. Meine Limburg sieht man da gerade gar nicht so von Weilheim, aber da hinten den Breitenstein, wie das so schön heißt bei uns, da kann man steil hochfahren und hinten rum wieder runter. Das ist dann meine Teststrecke da hinten. Ja, hier geht es immer rauf und runter und deshalb ist das ideal eigentlich zum Testen, ist aber ein bisschen problematisch. Man muss immer gucken auf die Endhöhe, wo man dann ist. Normal musst du immer Rundkurse machen oder hin und zurück fahren, damit das ausgeglichen ist. Ja. Bei mir ist es jetzt zur Arbeit und zurück fast ausgeglichen. Geht eigentlich so von der Höhe her. Das Problem ist eher, dass ich manchmal so steile Anstiege habe oder wie hier jetzt steile Abstiege. Ja. Und das dann eher unausgeglichen ist. Also der ACC kann jetzt hier auch den Berg runter in Stop and Go, macht er das super. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt hier in Stop and Go fahre, kriege ich nicht so viel Energie zurück, als wenn ich jetzt hier sauber runterfahren könnte. Das ist schlecht. Ja. Was mir übrigens jetzt nochmal so in Erinnerung gekommen ist, ich müsste aber mal ein altes Video von einem E-Golf angucken. Ich glaube, der E-Golf hat nämlich so eine Detailansicht gehabt, wo aufgelistet war, was alles die Verbraucher sind. Das haben sie hier dummerweise nicht übernommen. Sie haben sowieso sehr wenig übernommen. Sie haben auch nicht so eine Anzeige, wo man so sieht, wie gerade der Stromfluss ist. Also hier sieht man jetzt ja zum Beispiel nur, wenn man die Zahl anguckt, dass er gerade rekuperiert und mit wie viel. Das ist auch gut, die Anzeige. Aber ich habe da keine so eine Anzeige von dem Auto. Ja, das gibt es ja so. Ich habe hier drüben nämlich so ein... Na, geh mal da rüber, Alter. Hier sowas da, aber das ist... Da kommt nichts. Ja gut, den Reifendruck habe ich irgendwie noch nicht eingestellt. Ja, aber hier, das ist ja noch mal größer. Da kommt einfach nichts. Also der Reifendruck, da habe ich glaube ich ein Problem. Das muss ich irgendwie erst setzen. Das kann ich jetzt gar nicht. Ja. So, bleiben wir mal auf der Ansicht. Ja, ich habe so ein bisschen ein Problem. Manchmal, wenn du hier drauf machst, dann geht er nämlich zu dem anderen her. Das ist auch so eine doofe Sache. Da muss man dann hier unten wischen. Oder mit der Wischgeste. Ah, die Wischgeste funktioniert sogar jetzt mal. Leider nicht zurück. Hey, jetzt. Also die ist nicht ganz zuverlässig. Naja. Also diese Annäherungsgeschichte finde ich eh nicht so gut, weil ich dann mehrmals jetzt schon aus Versehen irgendwas gedrückt habe, was ich gar nicht drücken wollte. Na, wir gucken mal, was er hier noch so sagt. Ich kann in 2 Minuten essen gehen. Radfahrer drängt sich vor. 9,1 Minuten habe ich noch zu fahren. Das sollten eigentlich 15 Minuten sein. Gut. Ja, wir sind natürlich jetzt hier schon bei 30 Minuten unterwegs, aber wir haben heute auch Stau. Ja, normalerweise ist die Nebenstrecke nämlich etwas kürzer, aber man fährt länger, weil man halt die Nebenstrecke fährt und nicht wie auf der Autobahn dann doch mit 120 dahin fahren kann. Da bringt es übrigens meiner Meinung nach nichts, wesentlich schneller zu fahren. Das sind keine 5 Minuten, das ist weniger, was du da einsparst. Also wenn kein Stau ist, ist überall gut. Sobald du bis zu zähflüssigen Verkehr hast, kommst du eh immer aufs selbe raus. Jetzt haben wir natürlich hier bei den Fahrten, die ich mit euch gemacht habe, da auf der Nebenstrecke war immer auch Stau und dann war er plötzlich bei 50 Minuten anstelle von 35. Ja, bremst du wohl? Ja, bremst jetzt aber ein bisschen arg spät. Upf, und hat er aber jetzt hier ganz schöne Abbremsung gemacht. Okay, was ist denn da los? Mein Abstand war doch eigentlich hier. Ne? Okay, soll ich denn nochmal eins weitermachen? Also mache ich jetzt doch auf 4. Also in allen anderen Autos mache ich normalerweise die Abstände aufs Maximum oder fast aufs Maximum. Beim Tesla gehen 7 Stufen, da mache ich mindestens auf Stufe 6. Einfach um ein bisschen mehr Sicherheit reinzukriegen und da merkt man, dann hat man immer noch eine Sekunde sozusagen Zeit selber zu bremsen. Also hier ist es jetzt ein bisschen seltsam bei dem ID3. Hatte ich beim E-Golf aber auch nicht so in Erinnerung, dass er da, manchmal ist er viel zu weit weg und manchmal ist er zu nah dran. Also jetzt hatte ich den Eindruck, dass er mir zu nah dran war. Auf der Autobahn hat er bei der Einstellung allerdings einen zu großen Abstand. Er ist da sehr geschwindigkeitsabhängig. Ja, aber ich glaube, so lasse ich es lieber, weil dann ist ein bisschen mehr Safety drin. Habe ich natürlich den Nachteil auf der Autobahn, dass mir dann Leute immer in den Sicherheitsbereich reinfahren und vor allem, dass es immer so aussieht, als ob ich hier, ne, hey, jetzt fahr mal los, Junge, als ob ich Mittelspurschleicher wäre. Oder das hier war jetzt auch komisch, also dass er nicht losfährt und wenn ich ihm dann Impuls gebe, dann dass er nur lummelig losfährt. Sollten Sie ein bisschen an der Beschleunigung arbeiten. Ja, man merkt immer übrigens das Pendant.
Ja, bei Tesla war das am Anfang auch so, dass er ganz schlecht wegbeschleunigt hat, wenn die Autos vor ihm schneller wegfuhren. Das musste dann auch in einem Update behoben werden, dass er ein bisschen schneller wegfährt. Sie haben es nicht einstellbar gemacht. Das ist immer so der Nachteil bei Tesla. Da wird immer einfach nur gesagt, so, jetzt machen wir das schneller. Wenn du das aber nicht willst, kriegst du das nicht eingestellt. Das ist ein bisschen schade. Also VW wird wahrscheinlich das irgendwo dann wieder einstellbar machen. Im Moment ist aber von dem ganzen System auch nichts einstellbar. Also da kannst du nicht irgendwie auf Mad Max schalten. Ja. Ich bin also echt gespannt, wie das bei denen weitergeht. Im Moment haben sie halt nicht die Möglichkeit der Over-the-Air-Updates, obwohl das hier in dem Infomenü irgendwo so aussieht, als ob es Updates geben könnte. Ja. Das müssen sie ja erst implementieren. Also in dem großen Update im Januar soll ja vor allem die Over-the-Air-Update-Funktion überhaupt mal reinkommen. Also da müssen alle Autos nochmal zurück in das Service und per Kabel oder wie auch immer nochmal das installiert werden. Ich weiß gar nicht, ob sie das mit einem USB-Stick oder was weiß ich wie machen. Also es wurde nicht gesagt, man kann es sich selber runterladen. Also das auf jeden Fall nicht. Ja. Wo fährt das Ding jetzt eigentlich lang? Ich muss mal kurz hier meine Karte checken. Naja, fährt meine Strecke, die ich sonst auch immer fahre. Okay. Das ist okay. Was macht er eigentlich, wenn ich jetzt nichts mache? Schaltet er dann irgendwann wieder in den anderen Modus oder bleibt er da? Zeigt mir jetzt die Alternativstrecken da so an. Mit dem Navi muss ich mich noch mal ein bisschen beschäftigen. Ich war ja immer so ein bisschen skeptisch und wollte immer gern, dass er auch CarPlay hat, weil ich habe früher ja in den anderen Autos sehr viel mit CarPlay gemacht und bin da auch eigentlich zufrieden gewesen. Da gibt es ja jetzt also sowohl die Apple Maps als auch die Google Drive und also Google Maps und Waze und so gibt es ja alle jetzt. Also finde ich, dass da eigentlich doch, es gibt noch andere alternative Apps, die du auch benutzen kannst. Er ist gerade selber durchgefahren übrigens. Ich habe gelenkt natürlich, aber Geschwindigkeit. Und deshalb dachte ich, ja, wäre schön, wenn das hier auch drin wäre. Habe ja mein Smartphone dran gesteckt und nichts kam. Ja, also das ist natürlich mysteriös. Das lasse ich den mal rein. Wenn er schläft, geht es natürlich nicht. Doch, er macht es. Okay. Ich muss okay sagen, sonst schaltet er hier nicht wieder zurück. Na. Ja. So, da vorne kommt 70, hier ist noch 50. Er beschleunigt auf 100. Okay, why? Jetzt kommt 70er Schild. 70 erkannt, jetzt runtergebremst. Also da seht ihr nochmal ganz deutlich, das ist jetzt das 70er Schild, hatte er in der Karte nicht. Da hat er ein 100 drin. Und deshalb reagiert er natürlich erst nach dem Schild. Das ist ein bisschen schade, aber hier war jetzt auch kein Blitzer dahinter. Andere haben das auch schon analysiert und ausgerechnet, dass in einigen Fällen das wohl schief gehen kann, wenn man das so macht. Weil die Abstände, wo die Blitzer stehen dürfen, hinter dem Schild, ist wohl so, dass da das Auto dann noch zu schnell wäre. Zumindest wenn es vorher von 100 kam oder so. Gut, wir fahren hier ab. Also ich bin auch ein bisschen, ich kriege ein bisschen zu viel Info. Ja, ich gucke ja hier, sehe da, wo ich hinfahren muss, dann blinkt da vorne immer irgendwas, was ich auch noch machen soll. Und hier drin sehe ich es auch nochmal, also zumindest wenn ich es so schalte, ne? Ah, hier ist grün, schaffen wir noch, okay. Also wenn ich dann aufs Head-Up-Display hätte, dann hätte ich nochmal eine Info. Also irgendwas muss weg, irgendwas muss weniger sein. Ja gut, wenn ich jetzt Head-Up-Display hätte und Augmented Reality, dann kann es auch sein, dass ich da dann fernsehen kann. Nee, da mache ich dann Radio hin. Ja, ich habe ja hier andere Ansichten noch, wo überhaupt kein Navi drauf ist, kann ich ja auch so eine Ansicht nehmen hier, ne? Ich glaube, ich habe auch die Verbrauchsdaten nicht ein zweites Mal dahin gekriegt. Das ging auch nicht. Also das müsste ich dann umkonfigurieren, wenn ich das will. Ich finde jetzt diese Ansicht für uns ideal. Wo sind wir denn verbrauchsmäßig? 12,9. Ja. Und er fährt jetzt immer die Geschwindigkeit, die hier vorgegeben ist. Regelt selber raus. Weiterhin bin ich hier ökonomisch unterwegs. Eco, nicht Öko. Eco heißt das. Wer redet da von Öko? Ja.
Also unter 10 kriege ich so nicht hin. Da müsste ich tatsächlich hinterm LKW fahren oder selber fahren und immer deutlich langsamer, als eigentlich die Straße gerade hergibt. Also auf einer 100er immer plus 80 und hier jetzt plus 40 oder sowas. Und immer gucken, wenn keiner hinter mir ist, dass ich dann noch langsamer fahre. Jetzt ist hier eine rote Ampel und der hat nicht angehalten. Da muss ich natürlich bremsen und alles ausschalten. Ja. Auf rote Ampeln reagiert er natürlich gar nicht, auch auf Stoppstellen nicht oder Vorfahrtsschilder oder sowas. Ich glaube, das haben sie auch nicht vor, dass das jemals kann. Das wäre natürlich in dem Gesamten auch nochmal cool. Also was er natürlich hat, sind Kreuzungen, Kreisverkehr, so diese T-Stücke, wo du dann eh anhalten musst. Also das macht er dann schon ein bisschen und warnt einen ja auch. Richtig anhalten tut er ja nicht. Er bremst dann so auf 30 runter. Aber da reagiert er ja schon drauf. Aber also Stoppstellen wüsste ich nicht, dass er das irgendwie drin hat. Das ist für ihn eine ganz normale Kreuzung. Müsste man auch nochmal verfolgen. Also sie haben ja Zusatzschilder, erkennen sie ja, Überholverbot und sowas und auch, glaube ich, so temporäre, also zeitlich begrenzte Sachen. Das ist alles in dieser Software drin, die man da gekauft hat. Jetzt merke ich nochmal die Runterbremsung, die automatische, die funktioniert eigentlich schon ganz gut. Er beschleunigt natürlich da nicht mehr, also da muss ich selber beschleunigen. Also ich muss jetzt eigentlich vom Strompedal immer so hin und weg gehen und wenn es nicht ausreicht, muss ich dann doch irgendwann bremsen. Finde ich nicht so cool. Ich schalte deshalb nochmal in B und gucke mir das an. Also in B rekuperiert er deutlich stärker und bei so einem Stop-and-Go dann auch so, dass ich eigentlich wenig auf dem Bremspedal rummachen muss. Ich sage immer, da er ja auf dem Bremspedal auch erst rekuperiert, das macht nämlich der Tesla nicht, der bremst nur mechanisch, ja, ist das für das Auto gar nicht so schlimm, weil dann rekuperiert er ja wieder und ich kriege Energie zurück, gar kein Problem. Und es ist auch so, als Umstieg, also wenn ich jetzt von einem Verbrenner komme, ist natürlich klar, dass Leute, die sind das Bremsen gewöhnt, ja, für die macht das nichts. Die müssen sich dann erst mit so einem One-Pedal-Driving erstmal umstellen. Das dauert zwar nur eine halbe Stunde, ja, aber guck mal hier, jetzt würde ich da drauf fahren. Ich muss jetzt auch selber bremsen, okay. Aber ich muss mich jetzt umstellen, weil ich jetzt von dem One-Pedal-Driving komme, ne? Also ich bin 100% sicher, dass das von VW nochmal nachgeliefert wird per Software in irgendeiner Form. Dass sie das da reinbauen. Und dass du dann in den Konfigurationen einstellen kannst, wie stark diese B-Stufe praktisch selber rekuperieren soll und damit so ein One-Pedal-Driving realisierbar ist. Ich meine, sie sind nicht ganz so schlimm drauf, wie jetzt bei Audi das war. Die haben ja richtig an Verbrennerauto simuliert, also auch in der Beschleunigung, dass es zäh beschleunigt hat im e-tron und sowas. Ne? Das kannst du, glaube ich, auch irgendwie wegkonfigurieren. Also nicht, dass der Dirk Himmelmann jetzt wieder sagt, hier, der e-tron kann nicht beschleunigen. Aber das hat mir auch der Verkäufer ja gesagt, dass er den Eindruck hat, dass das Auto eigentlich so sich verhält wie ein Verbrennerauto und deshalb der Umstieg einfacher ist. Das ist auch hier bei VW. An einigen Stellen sieht man das auch, dass sie sehr stark darauf gucken, dass ihre bisherige Kundschaft mit so einem E-Auto klarkommen würde. Ja. Das ist schon so. Deshalb ist es auch total fatal, dass sie ihnen zwar eine Ladekarte geben, aber die Navigation mit Ladesäulen nichts anfangen kann. Ja. Deshalb ist auch wirklich richtig zu sagen, es gibt jetzt die sogenannten First Mover, die dieses Risiko eingehen und alle anderen kriegen halt ihr Auto dann erst im Januar. Da soll ja das dann alles funktionieren. Ne? Also ich kann das schon verstehen, wie das so läuft. Klar, sage ich natürlich jetzt im Nachhinein, hört mal, eure Planwirtschaft hat nicht funktioniert. Ihr seid im Grunde ein halbes Jahr hinter dem ganzen Ding. Also ihr wolltet ja irgendwie Mitte des Jahres ausliefern, hieß immer so schön im Sommer. Ja, und jetzt ist es verschoben und jetzt habt ihr mal noch Ende Sommer die ersten Auslieferungen gemacht, aber das Auto ist im Grunde nicht vollständig. Und das ist ein bisschen schade, weil man hätte sich vorher überlegen müssen, was sind die essentiellen Sachen, die ich auf jeden Fall brauche und bitte nicht was weglassen, was die Leute eigentlich wirklich brauchen. Ja. Die First Mover sind jetzt alles so irgendwie so Freaks, da ist das auch egal, kann man das machen. Aber die richtigen Kunden nachher, ja, die muss man schon an der Hand nehmen und noch mal ein paar Tutorials geben, wie sie dann A Better Route Planner oder Going Electric bedienen können oder auch über die App das machen können. Das ist dann nicht ganz so verständlich. So, ich beschleunige hier mal ein bisschen, weil hinter mir ist ein Opel, der irgendwie auffährt. Weiß auch nicht warum. Wir sind bei 14. Das kostet mich natürlich jetzt hier ein bisschen Verbrauch. 14,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Warum das jetzt am Ende hier so ansteigt, ist mir auch nicht klar.
50er voraus, also ganz da vorne ist irgendwann das Ortsschild. Da würde er dann jetzt also, lassen wir noch mal machen, sauber auf 50 runterbremsen. Wir beobachten hier, wie er langsam runtergeht. Das macht er eigentlich gut. Er rollt jetzt regelrecht aus. Jetzt fängt er an zu rekuperieren und hat am Schild 55. Oh, geht so. Der Opel-Fahrer hinter mir wird total wild. So fährt man doch nicht. Man bremst scharf vor dem Schild, sagt er, denkt er. Ja. Jetzt bremse ich mal die selber. Ich weiß nicht, der wird wahrscheinlich ganz rumfahren wollen hier, der LKW. Genau. Also so mit dem ACC in der Innenstadt rumfahren gefällt mir irgendwie nicht. Also auf Dauer ist das irgendwie Murks. Fährt man dann lieber selber. Na, aber das Einhalten der Richtgeschwindigkeit hier oder der zulässigen Geschwindigkeit ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Hast gar kein Gefühl, was das Auto gerade so fährt. Ich darf jetzt hier nur 50, ich fahre schon wieder zu schnell. Ne? Ich muss wirklich mal die Piepserei einstellen. Das wird wahrscheinlich die ganze Zeit piepsen dann. Ja, hier ist eigentlich überall 50. Alles noch Baustellenschilder hier. Ja, der hält da auch. Also hier ist ja auf der, die Strecke wäre normalerweise mit 100 freigegeben. Das ist jetzt nur wegen dieser Baustelle hier auf 50. Das übersteuert er also nicht. Das finde ich gut. Ja, jetzt merkt er schon, dass ich drüber bin. Ich habe das nämlich auf 5, glaube ich, eingestellt. Und jetzt kommt 70er. Das kriegt er auch nicht. Das ist auch neu. Jetzt hat er 70er. Okay. Vorfahrt achten in 200 Meter. Was ist das? Das ist doch der Kreisverkehr. Okay. Ist aber auch... Ja. Also wenn da so eine Warnung vorher ist, ist natürlich gut. Dann können die Autos auch darauf reagieren. Normal kommen die Kreisverkehre immer unverhofft, ne? Ja, also ich krieg's irgendwie nicht hin auf einen niedrigeren Wert. Ich wundert mich jetzt wirklich, dass wir jetzt tatsächlich schon wieder bei 14 sind. Das ist mir eigentlich zu viel. Das hätte ich echt gedacht, wir wären jetzt bei weniger. Weil ohne irgendwelche Anstrengungen komme ich auch auf 14. Also ich fahre jetzt in Eco. Ich fahre die Nebenstrecke. Ich fahre eigentlich auch langsam. Und trotzdem hat er mir doch dann diesen Verbrauch daher produziert. Was ist denn das? Klimaanlage hat keine, ist nicht an. Die Klimaanlage, die Heizung ist auch nicht an eigentlich bei dem 18 Grad Außentemperatur. Verstehe ich nicht. Ja, hätte ich jetzt echt gedacht, da muss weniger rauskommen. Hm, lohnt sich alles nicht. Auch die Segelei hier hat jetzt nichts gebracht so richtig. Ja. E-Cannonball, der Peter, die Elektroschwaben mit dem Corsa, mit dem E-Corsa, die haben irgendwas von 12 gehabt auf die gesamte Strecke. Ja, das ist ein super Schnitt. Ich glaube, der Effizienzsieger hatte irgendwas von 11. Ja, also deshalb ist hier 14 deutlich zu viel. 14,5 sind es ja sogar. Und ich bin jetzt Durchschnittsgeschwindigkeit 31 Kilometer pro Stunde. Ja, 46 Minuten gefahren für 24 Kilometer. Das ist irgendwie, das passt nicht zusammen. Da müsste weniger stehen. 12. Also ich hätte jetzt gedacht, ich würde so auf 12 kommen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich unter auf 10 komme, also unter 10. Das habe ich jetzt auch nicht wirklich gedacht, aber 12 sollte eigentlich drin sein. Und vor allem, ich stehe hier ständig. Stehen ist fürs Auto scheinbar gar nicht so gut. Könnt ihr mal einen Kommentar abgeben, was eure Erfahrungen sind, wenn ihr selber E-Auto fahrt? Ist so Stop and Go gut für den Verbrauch oder schlecht? Hier scheint mir das jetzt so zu sein, dass es eher schlecht ist. Ja, ich versuche vielleicht nochmal hinterm LKW herzufahren. Dann müsste man auf der Autobahn auf jeden Fall einen deutlich besseren Verbrauch hinkriegen und vielleicht kriegt man dann insgesamt tatsächlich auch einen besseren Verbrauch. Und ich habe das ja einmal mit dem Model 3 durch Zufall gesehen. Bin nur hinterm LKW hergefahren, weil, warum eigentlich, weiß ich auch nicht. Und plötzlich kam ich sogar unter 10 mit 9, irgendwas bei mir in der Firma an. Das ist mir noch nie passiert. Das war purer Zufall, war auch 15 Grad Außentemperatur. Sogar eine Fahrerin gewesen, eine Corsa-Fahrerin, die sich da hinter mir ein bisschen aufgeregt hat.
Hat sich aber dann auch nicht getraut, vorbeizuziehen. Also so viel kann ja Corsa wahrscheinlich nicht. So, ja, wir sind kurz vorm Ziel. So sind die Werte, ne? 14,3. Kann ich nichts dazu sagen. Ist einfach so. Tja. Also ich bin weiterhin der Meinung, dass der ID3 doch ein bisschen höheren Verbrauch hat als andere Autos. Also super effizient ist das hier nicht. Oder irgendwas ist an meiner Fahrweise nicht in Ordnung. Ne? Nee, es ist ja in Ordnung, wenn er hat ja ein bisschen größeren Akku. Also so insgesamt ist das dann egal. Kostenmäßig kostet es einen natürlich ein bisschen mehr Kilowattstunden. Das ist schon so. Ist aber immer noch vollkommen in Ordnung. Der schwenkende der Seitenspiegel funktioniert irgendwie auch nicht mehr so, wie es soll. Na gut. Also heute ist irgendwas hier der Wurm drin. Was ist denn jetzt los? Warum macht er den Spiegel nicht runter? Na gut. Aber ich kann ja die Rückfahrkamera auch so halbwegs sehen, kann nur nicht noch ein bisschen näher daran fahren. Na gut, so bleiben wir stehen. Und wir gucken nochmal endgültig den Verbrauch hier an. Drücke auch hier drauf, damit wir es in groß kriegen. 25 Kilometer gefahren in 49 Minuten mit 30 Kilometer pro Stunde Durchschnitt und einem Verbrauch von 14,3. Das ist es einfach jetzt hier. Tja. Und ich habe jetzt noch 48% im Tank, das ist gut. Ja, weil was sind wir denn gefahren? Das kann ich hier abladen sehen. 118 Kilometer sind wir gefahren und 172 kann er scheinbar noch. Das finde ich eigentlich nicht schlecht. Das war's dann hier mal von mir und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, das ist schön.